Hallo Leute, eine neue Kawaii-Box ist angekommen. Die erste in diesem Jahr. Ich mache sie natürlich wie immer mit euch zusammen auf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt geht los. 2020. Süß. Moment, ich zeig's. Sehr süß. Das hier ist wie immer das Booklet, wo drin steht, was in dieser Box ist, was wir uns natürlich nicht angucken. Ich muss hier mal voll aufpassen jetzt. Ich habe hier total viele Sachen liegen, weil ich so gerade so Kristalle züchte. Und da habe ich auch schon welche gemacht und die sehen so aus. Und die leuchten im Dunkeln, was ich euch jetzt natürlich schwierig zeigen kann. Aber ja, sind sehr cool und deswegen liegt hier so ganz viel Kram rum. Voll die wichtige Information auf jeden Fall. Sorry dafür. Okay, als erstes haben wir hier was Plüschiges. Oh mein Gott, okay. Also ja, das sieht so aus und es ist sehr plüschig und man kann es aufmachen. Meine Güte nochmal, das ist wirklich ein bisschen geil tatsächlich. Also ich finde das, find das ganz geil. Hm. Ist ja eine Convention oder so? Wenn du da irgendwie so eine Lolita oder so ein mega kawaiiges Etwas darstellst, dann sowas hier als Portemonnaie zu haben, ist schon ziemlich essentiell. Ganz geil. Okay, sorry, meine Nachbarn unter mir bohren hier gerade so ein bisschen rum. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht mal. Einfach mal weiter. Das nächste Item ist noch eine kleine Tasche. Natürlich extra nochmal eingepackt in Plastik, weil es ist ja Japan. Ja, noch ein kleiner Bag. Kann ich mir so total süß vorstellen als Strandtasche oder so für meine Dolls. Für sie hier zum Beispiel, das ist eine Dolce Amanda. Und ich finde, so in der Größe passt das eigentlich ganz gut, wenn ich mir vorstelle, dass ich sie dann irgendwie im Sommer oder so mal mit zum Strand nehme und dann da so ein Sommerfotoshooting mache. Ziemlich passende Größe auf jeden Fall. Echt cool. Weiter geht's. Okay. Okay, das nächste ist, boah, das ist echt so sinnlos, ne? Wenn du keine Freunde hast und trotzdem gerne Schere, Stein, Papier spielen möchtest, habe ich hier die Lösung für dich. Oh Mann, die sind voll süß. Das sind bestimmt so Textmarker, schätze ich. Eistextmarker. Ich mag tatsächlich kein Eis. Aber Eistextmarker gehen natürlich immer. Sehr süß. Sehr niedlich. Okay, und wir haben wieder Koalers. Käsekuchen-Koalas? Okay. Yep, das sind eindeutig Käsekuchen-Koalas. Ich werde sie jetzt probieren. Trauriger Käsekuchen-Koala. Weil er jetzt gegessen wird. Gar nicht mal so geil. So, nächstes Item. Okay, das ist niedlich und ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Steht alles auf Japanisch. Oh, es ist bestimmt was zu essen, weil da hinten sind so Kalorienangaben und so. Okay, boah. Bestimmt ist das hier so Kaugummi? Also das hier ist da so drin? Ich schätze, das soll Kaugummi sein, so wie es riecht. Bisschen sehr kaugummig, aber dann ist hier noch so ein Aufsteller mit drin. Und da kann man auf die Rückseite was schreiben. Und dann kann man das hier so hinstellen. Und oh, voll süß. Noch ein paar Mini-Sticker. Mega niedlich. Oh Mann. Okay, der Aufsteller ist echt sinnlos. Aber man könnte ein Loch oder so durchmachen und das dann irgendwie an ein Geschenk oder so dran binden und dann hier reinschreiben. Von mir für dich. Das schmeckt wie diese Kaugummis, die man früher so aus so Automaten rausgezogen hat, wo man Cent oder 10 Cent oder so reinstecken musste und dann musste man so drehen und dann kamen unten so 2, 3 Kugeln raus. Ja, eigentlich ziemlich genau so schmeckt das. Und das nächste Item ist ein richtig süßer, wie sagt man das, ein Schlüsselbund. Das ist tatsächlich echt niedlich. Hier unten ist noch so ein kleiner Stern dran. Und das ganze Band ist so mit so kleinen Schlössern und so.
Sowas ist tatsächlich immer ganz geil zu haben für so Conventions, weil man sein Ticket meistens so tragen muss, dass es sichtbar ist. Und dann bekommst du immer so ein hässliches. Und das ist ja dann viel süßer. Okay, das nächste. Oh Mann, das ist voll süß. Was ist das? 8 Designs, 40 Stück. Voll süß. So sieht davon jetzt zum Beispiel einer aus. Jo, und nach gefühlten 100 Stunden habe ich es geschafft, das da hinten abzubekommen. Und jetzt ist es ein Sticker. Wohin damit? Ich klebe es auf mein Mikro. Süß. So, das vorletzte Item ist ein, ich glaube, ein Schreibblock. Ja, voll geil, ich hatte recht, das ist mega süß. Ich finde die mega niedlich, diese Sumiko Gurashi. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Aber ich habe davon auch noch so andere kleine Notizdinger. Ich hole das mal. Das habe ich mir mal auf der Konichi gekauft. Und das sind so Schreibnotizdinger. Fand ich irgendwie mega niedlich. Ist ganz süß so, wenn man mal irgendwie einen Brief verschickt oder so, das nochmal so als kleine Notiz damit dazu zu tun. Oder wenn du halt Kakaokarten oder so tauscht, dann kannst du da drauf schreiben, hey, danke für den Tausch oder so zum Beispiel. Ist voll süß. Ja, und hier kannst du dann einen ausführlichen Satz drauf schreiben. Und das letzte Item ist ein Stift, dessen Kappe nicht funktioniert. Also er schreibt auf jeden Fall, er ist auch mega niedlich. Sieht aber auf jeden Fall aus, als wäre er schon mal ausgelaufen. Oh ja, ist er anscheinend auch. Also hier sieht man es an meiner Hand. Ja, und die Kappe funktioniert nicht. Die geht nicht drauf. Schade, aber keine Ahnung. Das passt schon. Ist auf jeden Fall super niedlich. Ja, sehr süß. Funktioniert nicht. Ja, okay, ist nicht schlimm. Mein Highlight ist auf jeden Fall dieser coole Block und diese Tasche. Ja, das ist, ja, muss. Das ist einfach geil. Eigentlich sind hier wirklich viele coole Sachen dabei. Diese kleinen Sticker hier sind auch mega niedlich und die Eistextmarker fetzen auch mega. Ja, wie immer schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsitem war oder ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz tollen Tag oder Abend. Was auch immer. Bis dann!